Guten Morgen, Freunde, und willkommen zu einem neuen Vlog. Heute geht's für mich wieder ab in mein kleines Privatgym. Und da seid ihr natürlich wie immer mit dabei. Plus, wir werden einen kleinen Formcheck für euch abdrehen, damit ihr seht, was in den letzten 18 Monaten seit der Weltmeisterschaft bei mir so gegangen ist. Aber jetzt erstmal ab auf die Waage, damit wir sehen, wie fett ich geworden bin. Also Freunde, mit der Kamera und ein bisschen Kleidung wieg ich 100,7. Das sind ungefähr 99, wenn man alles abzieht. Also 99 Kilo wiege ich aktuell. Übrigens weiß ich immer noch nicht, ob ich dieses Jahr starten soll oder nicht. Mega schwierig, denn die haben die Quarantäne jetzt wieder um 2 Wochen verlängert. Also eigentlich sollte sie morgen enden. Jetzt haben sie aber gesagt, es dauert jetzt nochmal 2 Wochen. Und ich hoffe nicht, dass die alle 2 Wochen das Ganze nochmal um 2 Wochen verlängern. Wäre natürlich eine sehr kluge Taktik, um die Leute im Zaun zu halten. Denn stellt euch mal vor, die sagen jetzt noch für 10 Wochen geht's so weiter. Dann wird der eine oder andere, glaube ich, komplett durchdrehen. Erste Mahlzeit des Tages, und zwar die Legendary Matschepampe. Wir haben hier 125 Gramm gefrorene Himbeeren für 2 Minutos in die Mikrowelle reingesteckt. Das war Spanisch für 2 Minuten. Und dann das Ganze nochmal mit 60 Gramm Whey Isolate. Das war wiederum italienisch für Whey Isolat. Verfeinert, das Ganze durchmischen und dann habt ihr eine richtig geile, schnelle Mahlzeit, die direkt in den Bizeps geht. Wohin denn sonst? Was meint ihr? Soll ich es riskieren? Soll ich in die Wettkampfvorbereitung gehen, ohne mir sicher zu sein, dass überhaupt ein Wettkampf stattfindet? Denn eigentlich hätte ich schon voll Bock, aber ja, ich müsste es auf jeden Fall jetzt entscheiden. Denn ich brauche ca. 26 Wochen, um wirklich staubtrocken zu werden. Und so viel Zeit ist nicht mehr. Also ich habe noch 2 Wochen und in den nächsten 2 Wochen muss ich es spätestens wissen. Weil ja, ansonsten kann ich mir auch die Wettkampfvorbereitung sparen. Ich will natürlich die Form vom letzten Mal nochmal deutlich toppen, denn ich glaube, ich habe in den letzten 18 Monaten richtig kranke Gains gemacht. Aber mehr dazu dann später im Formcheck. Ihr könnt ja dann selber beurteilen, ob es so ist oder auch nicht. Aber ich erzähle euch am besten jetzt erstmal, warum ich unbedingt dieses Jahr starten will. Also zum einen habe ich einfach mega Bock, denn bisher bin ich wirklich alle 2 Jahre gestartet. Das würde ja wieder perfekt in meinen Wettkampfrhythmus reinpassen. 2014 habt ihr vielleicht nicht mitbekommen, da war ich noch im YouTube-Game überhaupt gar nicht so präsent. Habe ich den deutschen Meistertitel geholt und die Pro-Card. 2016 bin ich dann bei der Profi-WM gestartet. Dort wurde ich ordentlich vermöbelt, sagen wir es mal so. Leider nicht platziert, also ich könnte nicht sagen, welchen Platz ich gemacht habe. Und 2018 bin ich dann Dritter geworden, also vor gut, ja, 18 Monaten. Und dieses Jahr, ne, würde ich gerne wissen, wie sehe ich aus? Wie sehe ich vor allem gegen einer guten Konkurrenz aus? Und ja, das wird natürlich wegfallen. Plus, was man auch nicht vergessen darf, das ganze Leben hat ja immer ein gewisses Risiko. Also nur weil ich dieses Jahr nicht starten werde, heißt es ja noch lange nicht, dass ich nächstes Jahr zu 100% auf die Bühne gehe. Denn wer weiß, vielleicht trifft nicht der Blitz. Vielleicht habe ich andere Prioritäten. Ich will ja zum Beispiel ein eigenes Gym eröffnen. Und stellt euch mal vor, ich bin komplett überfordert damit. Warum auch immer, weil alles schief geht, ne? Kann ja alles passieren. Und dementsprechend hat auch nächstes Jahr oder jedes Jahr ein gewisses Grundrisiko. Und das muss man eben wissen, weil das ganze Leben halt irgendwie ein Grundrisiko hat. Und dementsprechend kann man nicht sagen, starte nächstes Jahr auf jeden Fall, weil wer weiß, was nächstes Jahr abgeht. Ja, vielleicht haben wir noch einen schlimmeren Virus, wer weiß das schon. Also ich glaube mal nicht, ich hoffe natürlich auch nicht, aber wissen wird man es irgendwie nie. Und als Sportler würde ich halt auch gerne mal wieder sehen, was so wirklich gegangen ist. Man kann in der Offseason sehr viel darüber philosophieren, wie viele Muskeln man jetzt neu dazu gewonnen hat, aber schlussendlich als Wettkampfsportler zählt halt immer die Wettkampfform. Schreibt mal bitte in die Kommentare, was ihr an meiner Stelle machen würdet. Würdet ihr preppen oder doch lieber nächstes Jahr starten? Ich mache mir jetzt auf jeden Fall einen guten alten Pump Booster, den Science Pre natürlich, und dann geht's für mich ab ins Gym. So Freunde, wieder im Private Gym. Jetzt gibt es die nächste Session. Ihr seid wie immer live dabei. Also nicht ganz live, aber so halb live. So YouTube live, ihr wisst Bescheid. Wie versprochen, meine aktuelle Form mit ca. 99 Kilo am Morgen. Das sind ungefähr 15 Kilo mehr als beim letzten Wettkampf. Also habe ich in den letzten 18 Monaten ca. 15 Kilo zugelegt. Was meint ihr, ist da was gegangen oder ist der Rücken immer noch so schmal und flach wie vorher? Hier übrigens ein Satz Shrugs in der Offseason ohne T-Shirt.
Also das gab es wirklich noch nie, Freunde. Wenn das keinen Daumen nach oben verdient hat, dann weiß ich auch nicht. Auf jeden Fall kann man hier so ein bisschen den Rücken in Action sehen. Unrasiert, aber wenigstens dafür ein bisschen braun. Yes, zum Thema Shrugs werde ich euch heute noch einen richtig geilen Instagram-Post fertig machen. Schaut unbedingt auf meinem Instagram-Kanal vorbei, wenn ihr wissen wollt, wie ihr euren oberen Trapez auf das nächste Level bringen könnt. In dieser Einheit gab es 4 Sätze Shrugs, um den Nacken wirklich mal ein bisschen zum Wachsen zu bringen. Klar, ich werde nie so einen Stiernacken des Grauens haben, aber ich glaube, man ist auch ein bisschen geblendet, wenn du als dopingfreier Athlet gewisse Proportionen anstrebst, die vielleicht Leute nur bekommen, die nachhelfen. Dann kannst du eventuell enttäuscht werden. Yes, 4 Sätze Shrugs, 3 Sätze Überzüge. Überzüge für mich wirklich ein Gamechanger gewesen, finde ich, in dieser Offseason zumindest, da ich vorher einfach diese Übung überhaupt gar nicht regelmäßig im Plan mit drin hatte. Und vielleicht ist diese Übung auch irgendwo dafür verantwortlich, dass da wieder was gegangen ist, denn viele Leute machen alle möglichen Isolationsübungen für jeden Muskel. Aber der Lat wird meistens nicht isoliert und das macht eigentlich nur für Leute Sinn, die einen richtig guten Rücken haben. Also wenn du schon einen super Rücken hast von Klimmzügen, von Rudervarianten, dann musst du natürlich keine Überzüge einbauen. Aber wenn du sagst, hey, mein Rücken, das ist meine Schwäche und ich habe regenerativ noch Kapazitäten frei, dann go for it. Überzüge, richtig geile Übung. Nächste Übung war dann diese Butterfly Reverse Maschine. Die ist richtig cool, denn man kann ohne Trizeps- bzw. Ellbogenbelastung seine hintere Schulter richtig gut penetrieren. Und gerade für den mittleren, unteren Trapez auch eine richtig geile Variante, wenn man eben im letzten Punkt die Schulterblätter retrahiert. Und genau das habe ich hier versucht, eine Kombiübung für die hintere Schulter und den Trapez, denn schlussendlich wäre das nur verkehrt, den Trapez mit reinzunehmen, wenn dieser irgendwann der limitierende Faktor wäre und die hintere Schulter dann dadurch sabotiert werden würde, beziehungsweise der Trainingsreiz würde dann sabotiert, aber das ist ja nie der Fall. Meistens macht die hintere Schulter vorher dicht und ist dann nicht das schwächste Glied der Kette, wenn ihr versteht, was ich meine. Mein Bauchtraining habe ich, glaube ich, auch in den letzten gut 2 Jahren, wahrscheinlich nur 3-mal gefilmt, ist immer recht unspektakulär, sind meistens 4-5 Sätze. Meistens mache ich Crunches an der Hammer Strength, Bauchpresse, Bauchmaschine, wie auch immer. Wenn diese eben nicht verfügbar ist, dann mache ich ganz normale Cable Crunches. Ja, ich denke mir, für die meisten Leute macht ein Fokus auf die Bauchmuskeln nicht unbedingt Sinn, weil man ohne tiefen Körperfettanteil diese natürlich nicht wirklich sieht. Aber jetzt aufs Bauchtraining komplett zu verzichten, ist genauso schwachsinnig, weil man möchte ja dicke Bauchmuskeln. Und um einen Muskel zu maximieren, muss man diesen an seine regenerativen Grenzen bringen. Und ich glaube, niemand kann mit Kniebeugen und Kreuzheben seine Bauchmuskeln an das absolute regenerative Maximum bringen. Also nach ein paar Einheiten sind die Bauchmuskeln da eigentlich auch schon wieder angepasst und man wird kaum noch irgendwie Muskelkater oder irgendwas in den Bauchmuskeln spüren, wenn man im Training bleibt. Und das ist eben bei so einer Variante nicht der Fall. Bizeps aktuell mit 5-6 Sätzen pro Einheit auch ordentlich mit dabei, nach dem Rückenvolumen natürlich. Also man hat ganz schön viel, oder ich habe ganz schön viel Überlappungsvolumen. Wir haben hier übrigens nur die Isos gefilmt, die Isolationsübungen. Wenn du wissen willst, was ich eigentlich vorher für den Rücken gemacht habe und für den Beuger, dann schau dir unbedingt das Video davor an, beziehungsweise den Vlog davor. Schrägbankcurls, 3 Sätze. Ich glaube, keine andere Übung kann den Bizeps pro Arbeitssatz so stark zerstören wie diese Übung. Manchmal denke ich mir auch, ey, ist auch fast schon too much eventuell, ne? Also Muskelschäden sind bis zu einem gewissen Grad vielleicht förderlich, aber ab einem gewissen Niveau einfach kontraproduktiv, weil die eben deine Trainingsfrequenz sabotieren können. Aber dadurch, dass ich jetzt sowieso nicht so oft ins Gym kann, also ich habe vorher 6-mal die Woche trainiert, jetzt trainiere ich nur noch 4,6-mal. Wenn du dich fragst, hey, warum 4,6? Ganz einfach, ich gehe 2-mal und dann einmal nicht und dann wieder 2-mal und immer so weiter. Und dann kommst du eben nicht auf die normale 7-Tage-Woche auf. Also im Schnitt habe ich 4,6 Einheiten pro Woche, also habe jeden Muskel 2,3-mal drin, weil ich einen 2er-Split habe. Auf jeden Fall Schrägbank-Curls, extrem krasse Übung pro Arbeitssatz, gerade für Leute, die wenig Zeit haben zum Beispiel. Komplementär dazu, ne, also Schrägbank-Curls, Oberarm ist hinterm Körper, trifft den langen Kopf ziemlich gut, kann man eben
Maschinen Scott Curls machen, um eben den kurzen Kopf dann auch vielleicht eventuell noch ein bisschen stärker auszuprägen. Generell muss ich ganz klar sagen, dass die meisten Scott Curl Maschinen nicht so geil sind. Diese ist richtig brutal, weil die wirklich in jedem Punkt der Bewegung extrem schwer ist. Also man hat keinen Sticking Point, man erreicht das Muskelversagen auch nicht immer an der gleichen Stelle und genau das zeichnet eine richtig geile Maschine aus. Und das war's mit dem Trainings-Voiceover. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben nicht vergessen. Das war's mit dem Training, Freunde. Licht ausmachen und dann geht's ab nach Hause, Leni. Freust du dich eine Stunde Autofahrt? Klar, wo immer. Mit dir doch. Immer. Ja, mit mir als Fahrer, ne? Ja. Geht das auch noch in 20 Minuten? Nee, Joke, nein. Leute. Haltet euch an die Verkehrsvorschriften. Ja, mit mir darfst du nicht. Wobei unbegrenzt ist, ne? Unbegrenzt. Heißt 500 km/h. So schaut die aktuelle Lage aus. Ich könnte natürlich auch in den nächsten 2-3 Wochen eine Sommerdiät starten und diese dann weiter ausbauen, wenn ich der Meinung bin, dass ein Wettkampf stattfinden wird. Zum jetzigen Zeitpunkt kann man es, glaube ich, überhaupt gar nicht sagen. Aber das Ding ist, man hat schon eine ganz andere Motivation, wenn man eine Wettkampfdiät angeht. Also einfach nicht zu vergleichen eigentlich. Das kann man nur, glaube ich, verstehen, wenn man mal selbst einen Wettkampf gemacht hat. Zu wild, Freunde, einfach zu wild. Und dementsprechend ist natürlich auch die Frage, wenn man jetzt das Ganze so larifari, ich mache mal eine Sommerdiät angeht, ob dann das gleiche Ergebnis schlussendlich rauskommt. Dann ist natürlich auch die Frage. Aber mehr bleibt einem ja auch nicht übrig. Auf der anderen Seite könnte man auch einfach straight die Wettkampfdiät durchziehen und ist dann vielleicht doch ziemlich enttäuscht, wenn keine Wettkämpfe stattfinden werden. Alles hat seine Vor- und Nachteile, wie immer im Leben. Alright, Freunde. Wenn ihr irgendwelche Videos demnächst hier sehen wollt, ganz egal welche, dann schreibt mir mal das unbedingt in die Kommentare, damit ich weiß, was euch wirklich so interessiert. Homeworkouts, ohne Equipment, mit Kurzhanteln, mit Bändern, was auch immer, ab damit in die Kommentare. Und wenn euch das Video gefallen hat, Daumen nach oben nicht vergessen. Ich bin out.